This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's darum, natürlich zu essen. Die Frage, was würde ich in der Natur machen? Und ich denke, die meisten Ernährungsfragen kann man sich einfach durch logisches Denken selber erschließen. Was würde der Mensch einfach in der Natur machen? Erstmal so ganz einfache Dinge, so wann würde er essen? Du würdest nicht essen, wenn es dunkel ist. Wenn die Sonne untergeht, dann wäre das Beste, wenn man nichts isst, nichts mehr isst dann. Oder dann geht's eben weiter. Du würdest nicht so viel mischen, wenn du einen Fruchtbaum irgendwo siehst. Ich gehe jetzt von den ganz einfachen Grundlagen aus. Also wenn du irgendwo einen Baum siehst, dann isst du halt von dem Baum die Früchte oder so. Das spricht dich an. Das reizt dein Auge, das reizt deine Nase. Ja, das regt halt alle Sinne an. Und Brot zum Beispiel. Wenn ich draußen in der Natur unterwegs wäre, normalerweise wild wachsen ja gar nicht so viel Weizenkörner irgendwo. Und so viel Weizen kriegst du ja gar nicht, dass du dir da draußen Brot backen könntest. Und danach, finde ich, sollte man einfach gehen. Einfach selber nachdenken. So. Man sieht es auch bei den Babys einfach. Jedes Baby giert irgendwie nach dem Einfachen und nach dem Süßen. Jedes Baby will Süßes, kriegt halt dann nur irgendwelche künstlichen Sachen. Aber normalerweise der Urinstinkt ist halt einfach das Süße und genauso die Einfachheit. Ich habe als Kind auch immer Nudeln mit Ketchup. Kinder, alle Kinder mögen Nudeln mit Ketchup. Die Kinder mögen nichts großartig Vermischtes und so weiter. Die Einfachheit und die Natur, wenn man eben unterwegs ist, normalerweise, pff, du mischst ja nicht wirklich. Du gehst an den Baum und isst die Frucht. Und ja. Da ist nichts mit groß mischen. Die meisten Tiere haben einfach nur eine Sorte, die sie essen, eine Pflanze, die für sie gemacht ist. Eine Kuh frisst nur Gras, die macht alles daraus. Eine Kuh braucht auch keine Milch, um Milch zu geben. Genauso wie der Mensch kein Eiweiß braucht, um Eiweiß herzustellen. Kein Fett, um Fett zu werden. Das ist einfach nur ein Fehlglaube. Es beruht ja alles immer auf Umwandlungen, auf Prozessen und so weiter. Die Kuh macht alles, was nötig ist, aus der Milch. Und dass man Eiweiß essen muss, weil der Körper aus Eiweiß ist, ist Quatsch. Und jedes Tier hat einfach seine artgerechte Nahrung. Wenn die Nahrung nicht mehr artgerecht ist, dann kommt man einfach aus dem Gleichgewicht, Disharmonie, Krankheit. Und man hat Tieren zum Beispiel auch, Tigern, erhitztes Fleisch gegeben. Die sterben nach einer Zeit, weil sie dafür nicht gemacht sind. Da fehlen dann die Enzyme, das Leben ist einfach raus. Es sind ganz andere Dinge, die dann ablaufen. Genauso wie wenn du Katzen mit Mikrowellen erhitzten Essen fütterst, die sterben. Die werden zwar dick nach ein paar Wochen, aber sterben trotzdem. Das ist genauso wie mit den Menschen. Die werden zwar dick, aber sterben trotzdem an Unterversorgung. Und ja, das Einfachste ist eben in die Natur schauen. Brot, so viel Körner würdest du doch selber niemals sammeln in der Natur. So viel Körner würdest du niemals auf einmal essen. Genauso wie man in der Natur keinen Avocadokern essen würde. Nur weil man da zum Beispiel, manche behaupten, du solltest einen Avocadokern essen, weil da irgendwelche tollen Nährstoffe drin sind. Und man soll dann einen Mixer hauen und dann geht das schon, dann kriegt man den irgendwie runter. Wenn ich den in der Natur nicht so essen könnte, dann esse ich es nicht. Wenn mich irgendwas in der Natur nicht anregt, dann würde ich es probieren wegzulassen. Wirklich zu schauen, dass man natürliche Nahrung einfach Schritt für Schritt immer mehr natürliche Nahrung einbaut und immer natürlicher isst. Und nachts zum Beispiel nichts essen, wenn es dunkel ist, isst man normalerweise nichts. Ich meine, es sind noch so Sachen, die sind fallen einem halt immer schwer. Aber wenn man sich mal an solche Sachen gewöhnt, dann wird es immer leichter. Man muss es auch immer Schritt für Schritt machen. Man kann nicht von jetzt auf gleich
in so eine krasse Ernährung reinspringen. Und man muss eben schauen, den einen Monat sagt man zum Beispiel, ich lasse jetzt Fleisch weg und den nächsten Monat lässt man halt Milch weg. Und so das schrittweise machen, dann lässt man weißen Zucker weg, Industrie, Salz und dieses ganze Zeug, Fertigprodukte und das Schritt für Schritt, jeden Monat oder irgendwas dann mit einer Lieblingsspeise ersetzen und fertig. Die einfachen Dinge und einfach in die Natur schauen. Wenn jemand sagt, Avocado-Kern wäre so gesund, denk doch mal nach, würdest du in der Natur so essen, Avocado-Kern schmeckt total scheiße, kannst du nicht richtig aufbeißen, ist saubitter, sehe ich keinen Sinn drin. Und so ist es genauso mit vielen anderen Sachen. Brot, so viel Körner würdest du niemals sammeln in der Natur. Genauso wie das Mischen. Einfachheit, einfaches Essen. Jedes Kind giert nach Süßen und nach Einfachheit. Fertig. Früchte. Perfekt. Aber da eben braucht man eine Übergangsernährung. Informiert euch einfach und dann probiert einfach eure Ernährung immer mehr in so eine natürliche Richtung, Schritt für Schritt umzustellen. Jo. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps dazu habt, so, dann postet einfach unter das Video und schreibt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder gesehen habt, was manche Leute zum Beispiel für gesund halten, was eigentlich der Natur völlig widerspricht. Ich finde auch diese ganzen Superfruits und so weiter oft, manche sind ganz nett, aber kann man machen, muss man nicht, ist alles nicht nötig. Umso natürlicher, umso besser. Regional, saisonal, ökologisch. Macht's gut, Leute. Peace. Was ich noch dazu fügen wollte, mit dem Trinken zum Beispiel, ist es genauso. Bei Affen in der Natur hat man zum Beispiel auch beobachtet, Affen trinken nicht. Selbst wenn sie tagelang durch den Dschungel gewandert sind und an einem Fluss vorbeikommen, die trinken oft nichts. Sie essen Früchte. Früchte sind wässrig. Du brauchst auch nicht so viel trinken. Ich meine, trink, wenn du Durst hast, wenn du das Bedürfnis danach hast. Umso mehr dehydriert ist, umso mehr Salz und so weiter man isst, umso mehr muss man auch trinken. Aber wenn man irgendwann mal nur noch frische Sachen, Obst und Gemüse isst, dann brauchst du auch eigentlich nichts mehr trinken. Oder nicht so viel. Man sollte wirklich dann nur trinken, wenn man Durst hat. Und diese Empfehlung, so mindestens 2-3 Liter am Tag trinken, völliger Schwachsinn. Wenn du keinen Durst hast, dann trink nicht. Wenn du Durst hast, trink, fertig. Aber normalerweise, wenn du wirklich mal mehr Gemüse und Früchte isst und nichts Dehydriertes, eben Komprimiertes, wo das Wasser entzogen wurde, dann brauchst du auch nicht viel trinken. Ich habe in dem letzten Jahr, ich trinke eigentlich im Moment gar nichts mehr. Also ich, ja, muss nicht sein. Ich esse Früchte, da ist Wasser drin, so. Und das ist das beste Wasser, das es gibt. Und ja, wenn ihr eben Wasser trinkt, dann Quellwasser. Schaut, dass ihr irgendwie gutes Wasser bekommt, keine Plastikflaschen, sondern wenn schon Glasflaschen, Quellwasser kauft. Und ja, ist halt immer schwer, gutes Wasser zu bekommen. Ich weiß nicht, wo ich gutes Wasser herbekomme, deswegen trinke ich keins. Deswegen trinke ich, wenn schon, Säfte. Und ja. Peace, Leute. Macht's gut.